Meine Damen und Herren, die Nachrichten, die uns seit gestern aus Israel erreichen, erschüttern uns zutiefst. Hunderte Israelis sind getötet worden. Tausende Raketen wurden aus dem Gazastreifen von Terroristen auf Israel abgefeuert. Zeitgleich sind schwer bewaffnete Kämpfer in Israel eingefallen. Sie sind in die Häuser unschuldiger Zivilisten eingedrungen, haben wahllos Frauen, Männer und Kinder ermordet und Dutzende Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Diese Taten sind barbarisch, sie sind empörend und sie sind durch nichts, auch durch gar nichts, zu rechtfertigen. Ich habe heute Mittag mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu telefoniert und ihm versichert, dass Deutschland angesichts dieses furchtbaren Angriffs fest und unverbrüchlich an der Seite Israels steht. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das gilt gerade auch in schweren Stunden wie diesen. Und entsprechend werden wir handeln. Der Premierminister hat mich über die Lage vor Ort informiert. Noch immer wird in manchen Ortschaften Israels gekämpft. Wir hoffen, dass die Sicherheitskräfte schon sehr bald alle Orte von den Terroristen befreien können. Und es ist ganz klar zu sagen, Israel hat das Recht, sich gegen diese barbarischen Angriffe zu verteidigen, seine Staatsbürger zu schützen und die Angreifer zu verfolgen. Ich werde heute außerdem mit Ägyptens Staatschef al-Sisi sprechen, der sich um Vermittlung und Deeskalation in dieser schwierigen Situation bemüht. Wir werden Ägypten dabei gerne unterstützen. Mit US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premier Rishi Sunak werde ich ebenfalls ein ausführliches Telefonat haben, um die Lage zu erörtern. Klar ist, wir verurteilen das Vorgehen der Hamas auf das Schärfste. Vor allem aber setzen wir alles daran, dass aus diesem Überfall kein Flächenbrand mit unkalkulierbaren Folgen für die ganze Region wird. Und wir warnen alle davor, in dieser Lage den Terror zu befeuern und weiterzutragen. Meine Damen und Herren, das Bundespräsidialamt, der Bundestag und das Bundeskanzleramt haben heute die israelische Flagge gehisst. Gestern Abend wurde das Brandenburger Tor ebenfalls mit der Flagge Israels angestrahlt. All das sind sichtbare Zeichen unserer unverbrüchlichen Unterstützung für den Staat Israel. Zugleich haben wir den Schutz von jüdischen und israelischen Einrichtungen erhöht. Und lassen Sie mich noch einiges ganz klar sagen. Wir akzeptieren es nicht, wenn hier auf unseren Straßen die abscheulichen Attacken gegen Israel gefeiert werden. Das Leid, die Zerstörung, der Tod von so vielen Menschen kann für niemanden Anlass zur Freude sein. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Bürgerinnen und Bürgern Israels, die viele Opfer zu beklagen haben, deren Frauen, Männer und Kinder getötet oder verletzt worden sind, die sich um ihre Angehörigen sorgen müssen, die selbst in Angst vor weiteren Angriffen leben. Deutschland steht an ihrer Seite. Vielen Dank. Klare Worte des Bundeskanzlers Olaf Scholz in Anbetracht der gestrigen Angriffe der terroristischen Hamas auf Israel. Marco Reinke, du hast das Ganze mit uns verfolgen können. Du stehst vor dem Kanzleramt. Er hat ja noch einmal sehr deutliche Worte gefunden, hat auch noch einmal klar gemacht, dass die Sicherheit Israels am Ende deutsche Staatsräson ist und dass man eben sehr eng an der Seite Israels jetzt stehen werde. Er hat auch noch einmal angekündigt, jetzt dort den möglichen Verhandlungsprozess Ägyptens zu unterstützen. Was natürlich ganz interessant ist, ist jetzt eben die Frage danach, ob möglicherweise die Finanzierung von Entwicklungshilfe, also Unterstützungsgelder,
Gelder für beispielsweise die palästinensischen Autonomiebehörden, ob diese weiter fließen. Die hatte ja gestern in einer ersten Reaktion vor allem Christian Lindner in Frage gestellt. Und die könnten jetzt möglicherweise am Ende auf dem Prüfstand stehen. Und dann könnte die Bundesregierung da die Reißleine doch noch ziehen. Denn in den letzten 2 Jahren sind 340 Millionen Euro am Ende an die palästinensischen Autonomiebehörden geflossen. Und auch nachdem es in der vergangenen Zeit einen Eklat gegeben hatte um Olaf Scholz, als er den Palästinenserführer Mahmoud Abbas hier im Kanzleramt hinter mir empfangen hat, da hatte dieser eben einen sehr relativierenden Holocaust-Vergleich gezogen und Olaf Scholz hat daraufhin nicht reagiert. Dafür gab es viel Kritik und auch schon da standen diese Unterstützungsgelder in Frage. Da hat die Bundesregierung aber klar gemacht, nein, man wolle das weiter zahlen. Und jetzt, nach diesem Angriff der Terroristen auf Israel, stehen die Gelder noch einmal in Frage, stehen diese noch einmal auf dem Prüfstand. Da wird man jetzt aber sicherlich dann die nächsten Tage noch abwarten. Das Ganze steht auf jeden Fall zur Debatte. Was er auch gesagt hat, und das auch ziemlich knapp einerseits, aber sehr deutlich, was wir gestern erleben mussten im Berliner Bezirk Neukölln, Marco. Wie hat er dazu Stellung genommen? Er hat das als sehr verachtenswert letzten Endes abgetan. Also er hat auch noch einmal gesagt, dass man so etwas nicht hinnehmen werde, dass man darauf reagieren werde und auch da noch einmal klar machen werde, welche Haltung Deutschland in diesem Zusammenhang eben hat. Also von daher, das scheint etwas zu sein, was am Ende auch im Kanzleramt angekommen ist. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.